Das sind die Verlierer unter Tuchel. Kim, Upamecano, Saragossa, Masraoui. Bei den Bayern geht es aufwärts, doch einige Spieler haben es aktuell schwer. Das 8:1 gegen Mainz erinnerte an glorreiche Zeiten in München und ließ alle Sorgen kurz vergessen. Das Schützenfest gegen die 05er und der 3:0-Erfolg gegen Lazio Rom darf sich auch der scheidende Trainer Thomas Tuchel auf die Fahne schreiben. Mit taktischen und personellen Veränderungen hauchte er den Münchnern neues Leben ein. Doch während dadurch auf dem Platz gewonnen wurde, geht ein halbes Dutzend Bayern-Spieler als Verlierer aus den letzten Wochen. Hier kommen die 6 Spieler, die es im Saisonfinale unter Tuchel schwer haben dürften. Min-Jae Kim. Er galt vergangenen Sommer als Tuchels Wunschtransfer. 50 Millionen Euro zahlten die Bayern an Neapel. Kim wurde direkt Stammspieler. Doch in 3 der letzten 4 Spielen saß er draußen. Seit seiner Rückkehr vom Asiencup ist er hinter Matthijs de Ligt und Eric Dier nur noch dritte Wahl. Da das Duo aktuell gut harmoniert, ist eine Rückkehr in die Stammelf nicht in Sicht. Dayo Upamecano kämpft in dieser Saison mit Verletzungen, doch wenn er fit war, spielte er, bis der 25-Jährige eine bittere Phase erwischte. Rot im Champions-League-Hinspiel in Rom, gelb-rot in Bochum. In der Bundesliga war er zuletzt wieder spielberechtigt, doch kam kaum zum Zug. Auch er muss sich hinter De Ligt und Dier anstellen. Erik-Maxim Choupo-Moting. Choupo kennt seine Rolle als Backup zwar, doch etwas mehr Spielzeit wird er sich in den letzten Wochen dennoch erhofft haben. In den letzten 13 Spielen stand er nur einmal in der ersten Elf. Gegen Lazio und Mainz spielte er gar nicht. Das dürfte sich in naher Zukunft auch nicht großartig verbessern, sodass sein auslaufender Vertrag im Sommer sehr wahrscheinlich nicht verlängert wird. Brian Saragossa. Für seine vorzeitige Ankunft in München legte Bayern auf die 13 Millionen Euro Ablöse weitere 5 Millionen drauf. Gelohnt hat sich das bislang nicht. Nur 2 Kurzeinsätze stehen für den Spanier zu Buche. Tuchel stört die Sprachbarriere. Weder Deutsch noch Englisch versteht der 22-Jährige gut. Dadurch muss er zurzeit hinten anstehen. Nusair Masraoui. Der Marokkaner ist aktuell verletzt, spielte zuvor häufig hinten rechts von Beginn an. Damit dürfte nun Schluss sein. Wenn er von seinem Muskelfaserriss zurückkehrt, wird er nur noch zweite Wahl sein. Denn Tuchel setzt nun auf Joshua Kimmich. Durch den Positionswechsel des 29-Jährigen aus dem Mittelfeld in die Viererkette sind Masraouis Einsatzchancen rapide gesunken. Sascha Boué. 30 Millionen zahlte Bayern für Boué an Galatasaray. Erst unglücklich, dann verletzt, zuletzt auf der Bank. Boués Zeit beim FCB lief bislang ernüchternd. An Kimmich ist rechts kein Vorbeikommen, links sind Davis und Guerrero vor ihm. Von Boués Technik und taktischem Verständnis sollen die Bayern-Bosse nicht überzeugt sein. Nicht ausgeschlossen, dass der 23-Jährige nur noch auf weniger Einsätze in München kommt.